Oh, die ist gar nicht da. I'm sorry about this. Oh. You will be fine. You need to borrow your wrist comb. Boah, die ist ja richtig weg, Alter. Uiuiui. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Elea. Beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft gehabt, diesen Computer hier, den Laptop zu hacken. Und haben dabei herausgefunden, dass Alice und Milosevic, oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird, ich habe gar keine Ahnung, dass sie ein Verhältnis miteinander hatten, nichts Tiefgründiges. Und aufgrund dessen und basierend auf diese Informationen werden wir jetzt natürlich mit Alice erstmal sprechen. Oder mit... Nee, ich probiere mal mit dieser... Wie heißt die? Ich kann es nicht mehr sagen. Aber mit der anderen da. Ich weiß vor allem Alice, wüsste ich jetzt nicht mal, ob das jetzt... Das ist doch eigentlich... Das müsste doch eigentlich eine Frau sein, oder? Alice Winter. Und vielleicht kommen wir dann... Alice Winter und Philip Loving haben... Philip Loving, den haben wir bis jetzt noch gar nicht gefunden. Aber vielleicht können wir eben mit Alice Winter ja ein bisschen mehr erreichen. Beziehungsweise ich suche jetzt trotzdem aber erstmal noch die... die andere da. Die war ja hier, glaube ich, irgendwo gewesen. Da kommen wir nicht rein. Oder war das doch ein Stockwerk weiter oben gewesen? Ich weiß gerade gar nicht. Hier ist doch auch jemand. Wer ist das hier nochmal? Ah, das ist die doch. Ja, genau. Mit der müssen wir reden hier. Mit dieser Milolo. Ach Gott. Wie heißt die? Tatjana. Ah, nee. Das ist eine andere. Das ist eine andere. Das ist eine andere. Hä? Dann habe ich die verwechselt. Irgendwo muss die doch sein. Also, oder wir gingen halt gerade zu, nee, Alice, Quatsch, das war ja ein Typ. Jetzt muss ich nochmal gucken. Alice Winter. Ja, stimmt, das war ja der Typ gewesen, das ist echt ein Typ. Der, wo uns da ein paar vorher jetzt nicht in die Tür reingelassen hat, die so zur Hälfte aufging. Also, ich glaube, wir müssen sowieso ins erste Stockwerk. Irgendwo, doch, ich glaube, also erstmal probier's beim Alice. Alter, heißt der echt Alice? Scheint fast so. So, das war ja der Typ hier gewesen, wo er uns nicht reingelassen hat. Hier. Oder war das Philipp Lau? Ach, frag mich nicht. Dann gehen wir halt jetzt nochmal da in diesen Freizeit, genau, hier, Freizeitzimmer. Yes, Jones, oh, sorry, guys. Lights off. Oder dann war das hier unten, war... Ne, hier war nur der Fitnessraum. Verdammt, wo ist denn der? Oder die? Sag mal, wer ist das jetzt hier? Nein? Nein. Auch nicht. Wo... Da geht's zum Aufzug. Ich gehe mal hier lang. Hier ist die Kryokammer. Geht gar nicht auf, erst die Tür. Ah, oder war das die hier gewesen? Oder der hier gewesen? Da scheint auch jemand drin zu sitzen, aber hier komme ich nicht rein. Hier. Hä? Komme ich hier nicht rein? Nee. Wo ist denn diese Milosevic? Die muss doch hier irgendwo sein, kannst du mir noch nicht erzählen. Was haben wir denn hier noch so? Nein, das geht auf. Hier haben wir noch jemanden. Nee, das ist der Chinese gewesen. Oder der Asiate. Muss ja kein Chinese sein, kann ja auch ein Japaner sein. Mann! Warte mal. Nee. Ja, kann natürlich sein, dass wir jetzt trotzdem mit denen reden müssen, ne? Da kommen wir nicht rein in die Kryokammer. Hier war der Aufzug. Kann ich mit denen was reden? Na, nee. Die sagen immer noch dasselbe als wie vorher. Dann... Der lässt mich ja nicht rein. Was haben wir denn hier noch so für Räume? Da geht's ja sowieso.
Was haben wir denn hier hinten? Ne, hier ist die Krankenstation, gell? Ne, hier sind wir sowieso falsch. Was haben wir hier noch? Wohnquartiere. Vielleicht kommen wir hier in irgendein Wohnquartier rein. Das wäre natürlich super, Freunde. Da. Oh, hier waren wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Das ist hier auch nicht. Ist hier sonst noch jemand? Ich rede mal mit der hier. Was hat die zu sagen? Nice try with the captain, but next time please don't speak on my behalf, alright? Komisch. Ist das die, mit der wir auf diesem Dings-Trip waren? Was haben wir hier? Ah, das ist unser Zimmer. Oh, mit Aussicht auf die Erde. Humans don't need other worlds. We need mirrors. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Da kommen wir nirgends hin. Da war die Krankenstation. Ich rede jetzt nochmal mit allen im. Mit wem könnte ich noch reden? Das ist nicht die, mit der wir ganz oben im da gestartet sind, hier auf der Raumstation, die gegenüber in dem Stuhl drin saß. Ist das nicht zufällig die gewesen? Nee, ich glaube nicht, oder? Naja, das glaube ich nicht. Mach mal auf. Hier, die hier. Bill? Nee. Is that you? No. Ah, das ist Alice. Bill has locked himself in. He said he was coming up. Oh well. Can you do me a favor? Sure. What is it? I need a coffee refill in case you're headed downstairs. My mug's over here. Cream? Sugar? Black, thanks. Okay. Also hier ist Alice. Hier, mit der müssen wir reden. Wir sollen ja aber einen Kaffee holen, anscheinend. That'll be an invasion of her privacy. Den nehmen wir mit, oder? It's empty. Wir sollen ihr einen neuen Kaffee holen. If I drop a pinch of Coralin, I could easily get her wrist calm. That's it. I'm sure I have some Coralin in my room. Okay, okay, jetzt kommen wir vorwärts. Ich verstehe es. Super. Wir sollen jetzt Coralin holen. Anscheinend damit, ich weiß nicht, vielleicht ein Betäubungsmittel oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir damit an. Wo war denn unser Zimmer nochmal gewesen? Ganz unten, ja. Gut, 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 wir kommen vorwärts. Ich dachte zuerst, Alice wäre der Typ, eben geht ja gar nicht auf wegen dem Namen her, der, wo die Tür nicht zugeht, aber das ist dann anscheinend dieser andere gewesen. Den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Alice kann ich mir merken, aber den anderen Namen konnte ich mir jetzt echt nicht merken. Aber gut, dann ergibt es auch Sinn. Ich dachte zuerst, das ist Alice, aber nö. Unser Zimmer war hier hinten gewesen. Ich glaube hier lang. Kann das sein? Doch, ja. Lustig, dass es hier so ganze Wohnquartiere gibt mit vielen Betten und Hauptsache wir haben einfach ein Zimmer für uns alleine. Das muss schon was bedeuten. So, wo haben wir hier Coralin? Da war doch gerade das Zeichen gewesen. Ne, das ist nur... Was? Ah, Licht an- und ausschalten. Wo könnten wir das haben? Sicher hier in irgendeinem der Schränke. Was haben wir hier? Auch nichts. Und hier? Auch nichts. Hier? Nee. Ah, hier haben wir Medizin. Ah, guck mal hier. Coralin. Perfekt. Das nehmen wir mit. Jetzt müssen wir noch Kaffee holen. Im Aufenthaltsraum, also im Freizeitraum. Dort hat es eine Küche gehabt. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ah, ich lieb's, wenn es vorwärts geht. Hätten wir auch hier Coralin gekriegt, frage ich mich. Nee, glaube ich nicht. Gut. Tun wir mal die Alice jetzt ein bisschen wegballern mit dem Coralin.
Freizeitraum. Hier hat es jetzt eine Küche und hier müssen wir auch Kaffee herbekommen. Kaffee. Wo hast du die Kaffeemaschine? Das hier? Das auch nicht. Lunch, Drink, Breakfast. Drink bricht. Ja, dann ist es. Ist das eine Kaffeemaschine hier am Boden? Nee. Da können wir nichts machen. Wo sollen wir denn? Also für mich ist das hier eine Küche. Warte mal, was steht denn hier? Wenn ich eine Prise Coralin hineingebe, bekomme ich leichter ihren Ritzcom. Das ist es. Ich bin so klein geschrieben. Ich bin sicher, dass etwas Coralin in meinem Zimmer habe. Gut, das habe ich ja jetzt. Ja, aber wir müssen ja erstmal noch den Kaffee holen. Das war doch die Sache jetzt gewesen, oder? Oder haben wir hier eine extra Küche? Das glaube ich nicht. Oder sollen wir jetzt probieren, so mal hochzugehen? Nee, aber der Becher war ja leer gewesen von ihr. Kannst du mir ja nicht erzählen, dass wir jetzt automatisch auch einen Kaffee haben. Und hier kann ich nichts drücken. Ist alles nur Fragezeichen. Das hier ist ein Kaffee für mich eigentlich. Oh. Ja, ich hätte es gedacht. Oder hätten wir ihre Tasse mit runternehmen müssen? Ich glaube, ich gehe nochmal ganz schnell hoch zu ihr. Das müssen wir jetzt nochmal schnell machen. Vielleicht hätten wir ihre Tasse mitnehmen müssen. Das kann natürlich gut sein. Schauen wir mal. Oder das reicht schon, dass wir das Coralin jetzt besorgt haben. Eins von beiden. Nee, hat sich nichts verändert. Kann ich dir... Ah, jetzt haben wir mitgenommen. Oh, ich Depp. Ah, wir hätten echt die Tasse mitnehmen sollen. Also, jetzt nochmal runter in die Küche und das ganze Ding mit brühend heißem Kaffee auffüllen. So. An Deck 1. Jetzt bin ich gespannt. So. Aufmachen. Jetzt bestimmt hier hingehen. Ja. Und frischen Kaffee. Kehre zu Alice zurück und gib ihr das trinkbare Coralin. Habe ich es jetzt schon drin? Ne? Ich glaube schon, ja, ich habe das schon gemixt. Sonst wird es ja nicht so da stehen. So, jetzt fahren wir hoch zu Alice und ballern die mal weg damit. Und dann kriegen wir auch endlich das, was wir brauchen. So, jetzt bin ich gespannt. Soll ich einfach den da hinstellen oder was? Here you go, Alice. Just leave it here, thanks. You mindscape too much can be bad for you. Yeah. Und jetzt müssen wir warten, oder was?
Geh in dein persönliches Quartier. Ah, jetzt muss ich wieder runter. Okay. Du. Immer diese Frame-Einbrüche hier, wenn man aus dem Aufzug rauskommt. River Elea, you have one new message from Earth. It's from your son, Francis. Oho. Wieso kann ich denn jetzt schon wieder nicht mehr sprinten? Das verstehe ich nicht. You must be excited. Your heartbeat doubled. Do you want me to transfer the message to your wristcom? No thanks. I'll hear it in my room. Also eine Nachricht von unserem Sohn haben wir bekommen. Recovery is now switching to night mode. Have a good rest, everyone. Play the message, Kaz. Hello, Mother. You must be wondering why I haven't been talking to you. I realize that doesn't make much sense unless you know the reason. So, here it is. I found out what you did. I know it was you who insisted they reject me from the recovery. I'm surprised you thought I wouldn't eventually find out. Or maybe you didn't care. What does it matter if I found out when it's too late, right? I'm sure you did it to keep me safe. But that doesn't make me less angry. I thought, after Dad, you would know better than to blatantly betray the trust of those who love you. Don't you realize I'm the only one left? I went to see Lou yesterday. Funnily, he asked about you. Apparently now they're teaching them how to feign interest in others. He almost got me for a second, but then I saw the usual blank stare. And, yeah. Bet you're still stuck on the recovery. I thought that Milosevic guy was a real captain. I would have made a cosmic fuss if I were you. Just don't say how this means that it's better that I'm not there, okay? I can totally hear you say it. Please, don't go behind my back again, Mom. You don't want to lose the only person who still loves you. Francis out. Okay. Also dieser Milorovic, das ist... Lucia, no, he's your brother. Lucian. Also dieser Milorovic ist auf jeden Fall der Captain gewesen, ne? Das ist, jetzt weiß ich das auch so garantiert. Und was jetzt da genau vorgefallen ist, weiß ich jetzt halt trotzdem noch nicht. Was genau hat sie jetzt getan, um ihn zu beschützen, ihren Sohn? I guess everyone has stopped working. Auf jeden Fall gehen wir mal hoch zu Alice. Komisch, komisch. Alles sehr komisch. Die ist die einfach abgehauen? Vielleicht ohne was zu sagen oder so, hier oben auf die Station oder so? Ich weiß es noch nicht. Alice? Oh, die ist gar Alice? Nicht da. I'm sorry about this. Oh. You will be fine. I need to borrow your wristcom. Boah, die ist ja richtig weg, Alter. Uiuiui. So, das Ding brauchen wir hier, oder? Nee. Das Ding hier. Jetzt muss ich hier rein, oder? Nee, Quatsch. Jetzt muss ich, zuerst musst du eine Speichererweiterung für deinen Witzcom aus dem technischen Kern holen, damit ich hineinpasse. Als nächstes musst du auf den Zentralrechner zugreifen und den Link
Port verwenden, um mich zu kopieren. Also zuerst musst du eine Speichererweiterung für dein Ritzcom aus dem technischen Kern holen. Aus dem technischen Kern. Okay, also wir... müssen hier oben nichts mehr machen, glaube ich. Ich habe jetzt ihren Ritzcom. Nee, doch, wir kommen hier weg. Und jetzt gehe ich zur Brücke. Ich versuche es mal. Ich gehe zuerst mal zur Brücke. Wir brauchen eine Speichererweiterung für den Ritzcom. Aus dem technischen Kern. Das steht hier nicht zufällig, oder? Ah, doch, hier. Server Core, das müsste doch hier sein. Eine Speichererweiterung brauchen wir. Okay. Ist gar nicht so einfach hier. Schauen wir mal jetzt. Ich nehme an, mit ihrem Ritzcom kommen wir da rein. Service. Server kennen. Vielleicht geht das jetzt hier? Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt kommen wir hier rein. Nice. Hello, Alice Winters. Okay, okay, now what? Please use your poke key to unlock the main computer terminal. There's a daily sequence for the mainframe that you must enter in a correct order. Oh, nee. You didn't say anything about a poke key. Forgive me, El. I thought you knew how this works. How am I supposed to get it? Perhaps you can take a look in network support. Also... nee, hier können wir nicht drauf zugreifen, oder? Oder steht hier was? Hier, bitte benutzt deinen Poke-Schlüssel, um das Hauptcomputer-Terminal zu entsperren. Es gibt eine tägliche Sequenz für den Zentralrechner, die du in den richtigen Reihenfolge eingeben musst. Kannst du für mich vielleicht einen Blick ins Netzwerk, in die Netzwerkunterstützung werfen? Kannst du vielleicht einen Blick in die Netzwerkunterstützung werfen? Ja, aber wo, okay, wo ist denn der Computer, wo wir ran müssen? Oh Gott, was ist denn hier alles? Nee, raus will ich nicht. Das ist sicher hier, oder? Ja, ja. Hm. Hier sind ja ganz viele so. Oh, das ist richtig blöd. Das weiß ich doch gar nicht. Hier stehen überall Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oder was ich machen muss jetzt. Ich glaube, Leute, das hebe ich mir jetzt für den nächsten Part auf. Wir sind bei 23 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin auf jeden Fall jetzt trotzdem wieder ein bisschen gehypt. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao.